Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier ist wieder mal der Chef vom Chef. Nee, heute nicht, weil ich habe schlecht geschlafen. Wir reden heute über meinen Plan für Saison 8. Das Wichtigste ist, Konzentration aufrechterhalten, auch wenn ich keinen Bock auf die Saison habe, auch wenn ich keinen Bock auf die Liga 5 habe. Konzentration aufrechterhalten, Trading nochmal verbessern, natürlich aufsteigen mit jedem Mittel. Wir haben gerade eine Formkrise, wir hatten drei Verletzungen im Stammteam. Es ist verdammt hart wieder mal gekommen. Also diese beiden Punkte sind auf jeden Fall die wichtigsten. Konzentration aufrechterhalten und aufsteigen und natürlich das Trading nochmal verbessern. Es wäre jetzt nicht schlimm, nochmal ein gutes Trading zu machen, aber ich möchte mich auf jeden Fall noch einmal verbessern, also ein besseres Trading machen und wir schauen uns mal an, was dafür bisher so passiert ist. Ich nutze sehr gerne die Zwangsversteigerung aus. Da kann man sehr günstige Spieler erhaschen. Meistens wechseln auch viele Spieler gleichzeitig. Bedeutet, man kann einfach die Gebote geschickt verteilen und bekommt dann ein, zwei Schnäppchen. Man geht relativ defensiv daran und dann klappt das eigentlich schon ganz gut. Wir schauen uns hier diesen Einkauf mal an. Normalerweise machen wir so 30.000 Euro mit den reinen Nebenherspielern aufwärts. Und da ich mein Trading nochmal verbessern möchte, möchte ich mir natürlich eine neue Mindestgrenze setzen. Sagen wir mal mindestens 50.000 Euro pro Spieler möchte ich dann schon diese Saison verdienen. Schauen wir mal, ob das hier mit hinhauen kann. Leo Seitz. Der Kollege kommt für 63.000 Euro in meinen Verein. Daran sieht man auch sehr gut, dass ich die Gebote alle nacheinander abgegeben habe und nicht so sehr auf die Konkurrenz geachtet habe. Zu dem Zeitpunkt sind wirklich so 9 bis 10 Spieler gleichzeitig gewechselt und ich habe einfach überall irgendein Gebot abgegeben mit einer recht passenden Ablöse, mit einem recht hohen Gehalt im Vergleich zu der Konkurrenz und mehr habe ich nicht gemacht und so habe ich diesen Spieler jetzt bekommen. Hätte ich mich nur auf diesen Spieler hier konzentriert, hätte ich natürlich auch nochmal Ablöse sparen können. Das war aber nicht Sinn und Zweck dieser Sache. Also bewerten wir das Ganze hier mal. 25.000 Euro Gehalt ist noch im Rahmen. Zielgruppe Liga 5 aufwärts. In den 6 Ligist wird dir den nicht abnehmen. Ablösesumme gezahlt 63.000 Euro. Was haben wir hier? Ein Spieler, der Schnelligkeit nicht als klares Defizit hat und der einen vernünftigen Talentwert hat. Gesamtwert 21, Alter 23. OM. Kann man auch als Außenspieler verwenden, speziell da auch die Kondition sehr, sehr gut ist. Ist aber durchaus auch als Zehner möglich. Einfach ein wunderbarer Trading-Spieler bekommt man in der Regel 150.000 Euro für. Insofern hätten wir hier unseren Gewinn auch in der gewünschten Höhe erreicht. So, das ist der erste Kollege, den wir uns jetzt hier angeschaut haben. Da ist der Plan schon mal sehr gut aufgegangen. Leo Seitz. Schauen wir uns den nächsten Kollegen mal an. Das ist ein DM, 24 Jahre alt, guter Talentwert. Achten wir mal auf die Werteverteilung. Die Schnelligkeit ist bei DMs nicht wirklich so wichtig, aber sehr wünschenswert bei den Trading-Spielern. Das ist also schon ein kleines Defizit. Schnelle DMs sind sehr gefragt. Deswegen habe ich auch einen Nedeshma damals so gut verkauft bekommen, weil es nur sehr wenige schnelle DMs gibt. Ist aber jetzt auch keine Riesenhürde, den zu verkaufen. Obwohl der recht langsam ist. Zweikampfwert vorhanden, Kopfballwert vorhanden, Taktikverständnis vorhanden, das sind so die wichtigsten Werte. Technik ist wünschenswert, Schnelligkeit ist wünschenswert, Kondition ist auch ja klasse mit 37%. Das ist schon ein ordentlicher DM, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Gucken wir uns die genauen Konditionen an. 35.000 Euro Gehalt, 37.000 Euro Ablösesumme. Ich denke mal, wenn der Kollege so auf 26% gesamt ist, vielleicht sogar 27%, kriegt man den locker für 200.000-300.000 Euro verkauft. Gehalt kann man dann auch wieder vernachlässigen, auch wenn es recht hoch ist. Aber natürlich muss man beim Verkauf darauf eingehen und dann von der Ablöse so ein bisschen weniger verlangen. Vielleicht würde man auch 350.000 Euro bekommen, aber man geht etwas runter, weil man ja schon ein recht hohes Gehalt hat auf 300.000 Euro. Dann sollte das alles auch funktionieren. Hier hat auch gleich jemand reingeschrieben. Na dann, viel Spaß. Das interpretiere ich jetzt mal so, dass er das auf das Gehalt bezieht. Aber das sollte eigentlich auch ziemlich gut hinhauen. Und hier sind auch locker mehr als 50.000 Euro Reingewinn möglich. Okay, also zwei sehr gute Ideen. Risiko ist auch nicht so hoch, aber natürlich ein wenig vorhanden, da wir schon einiges an Ablöse, einiges an Gehalt zahlen.
Das muss man natürlich sich dann auch im Hinterkopf behalten. Wir möchten etwas höhere Gewinne einfahren und fahren auch ein etwas höheres Risiko. Schauen wir uns den Kollegen mal an, den werde ich nicht bekommen. Entsprechend ist der nicht interessant und ich glaube, den oberen hier, den werde ich auch nicht bekommen. Also haben wir uns alle Spieler, die ich erhalten werde, auch schon angeguckt. Zwei sehr gute Trading-Spieler. Okay, schauen wir uns meine Verkäufe an und die liefen bisher auch sehr gut. Ihr wisst ja, wie ich vorgehe, auch wenn sich da immer noch drüber aufgeregt wird. Ich liebe ja die roten X. Ja, ich möchte ganz langsam verkaufen, sodass ich weiß, dass ich auch wirklich das Maximale heraushole. Und somit bin ich sehr zufrieden bisher. Zwei Spieler verkauft, das ist, finde ich, genau das richtige Tempo. Zwei Spieler eingekauft, zwei Spieler verkauft. Das finde ich sehr optimal zum Spieltag passend, sage ich jetzt mal. Ich kaufe hier lieber spät ein und verkaufe auch lieber spät. Aber zwei auf beiden Seiten finde ich schon vollkommen in Ordnung. Und die liefen auch wirklich sehr gut. Nochmal etwas mehr herausgeschlagen als tatsächlich geplant. Hier 100.000 Euro herausgeschlagen. René Müller ist gerade für 10.000 Euro gekommen. Also wirklich ein sehr starker Trade. Ein sehr starker Deal. Bin ich einfach wieder mal auf die Werteverteilung eingegangen und dann funktioniert das auch. Und schauen wir mal weiter. Wie sieht es sonst noch so aus? Da bin ich nämlich noch einen Kollegen losgeworden. Auch sehr stark. Und zwar den Simon Berg für 90.000 Euro. Den hatten wir Ende der Sommerpause für 80.000 Euro angeboten, wurde dann noch mal etwas teurer. Da ich einfach immer darauf eingehe, dass ich noch so viel Zeit habe, dann habe ich den Preis sich noch mal etwas erhöht und so konnte ich jetzt hier diesen sehr guten Preis herausschlagen. 90.000 Euro für den guten Simon Berg. Okay, kommen wir zum weiteren Thema des heutigen Videos. Also haken wir mal Trading ab. Ihr habt alles gesehen, was ich bisher so gemacht habe. Die Verträge. Ich konnte hier nochmal 50.000 Euro insgesamt herunterhandeln. Und das ist natürlich sehr, sehr wünschenswert gewesen. Und es hat funktioniert. Einige Sachen haben auch nicht funktioniert. Mein Topverdiener ist leider nicht heruntergegangen. Das wäre natürlich optimal gewesen. 130.000 Euro bekommt der Typ in der Saison, ist aber auch eine absolute Maschine. Ansonsten, ja, viele Spieler sind wirklich runtergegangen. Den Laiengärtner, beide Topkeeper sind heruntergegangen. Ein Maitimo möchte tatsächlich ein bisschen mehr haben, kann man sehr gut nachvollziehen. Aber das lief schon wirklich sehr gut hier in der Verhandlung. Ein Ruiz ist runtergegangen. Das war natürlich auch wirklich optimal, dass so ein Topspieler heruntergeht. Und ich kann euch ja ganz kurz hier mal die Verhandlung mit dem Maitimo zeigen. Die 4-1-Legende. Oh, die Verhandlung ist schon weg. Der ist ja wirklich mega kulant, meine Freunde. Der hatte mir, glaube ich, 22.000 Euro angeboten. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich bezahle ihm einfach seinen Vertrag weiter. Hier, 12.000. Jetzt möchte er schon 29.000 haben. Dann hauen wir mal hier. Ach, das geht gar nicht. Also, nochmal 12.000. Er geht ein paar Euro runter. Okay, Maitimo wird teurer werden. Das sehen wir hier sehr gut dran. Aber er steht sehr schnell hier wieder zur Verfügung. Wir warten vielleicht noch ein bisschen. Hat er jetzt mal ein schlechteres Spiel drin? Vielleicht kommen wir dann so auf 18, 19.000. Das wäre wirklich ein guter Preis oder ein gutes Gehalt für den Maitimo immer noch. Und der Kollege steht auch schon wieder hier zur Verhandlung bereit. Das ist sehr überraschend. Also die damals quasi die Verhandlungen ja nicht so positiv geführt haben, die mehr wollten, die stehen jetzt immerhin wieder zur Verfügung. Das finde ich wirklich optimal. Ja, der Kollege möchte immer noch mehr haben. Das habe ich mir gedacht. Machen wir mal 35.000, 43. Ja, machen wir noch mal hier. Nee, jetzt möchte er wieder mehr haben. Ihr merkt also, die Kandidaten bleiben hier bei ihrer Meinung, dass sie mehr verdienen. Okay, der Kollege hier auch. Der steht gar nicht erst zur Verfügung und der Schröder steht auch nicht zur Verfügung. Hatte mich gerade nur gewundert, dass die anderen beiden hier gleich wieder weiterverhandeln möchten. Und der Molnar möchte auch weiterverhandeln. Der wollte auch ein paar Euro mehr haben. Okay, dann werden wir das jetzt ja auch noch live im Video machen. Was ich euch aber einfach mitgeben möchte, versucht ruhig Spieler herunterzuhandeln. Einen Egera möchte jetzt 10.000 Euro weniger haben. Einen De Rosa möchte jetzt 10.000 Euro weniger haben. Einen Laiengärtner möchte 10.000 Euro weniger haben. Das funktioniert durchaus. Und es ist natürlich immer super, Geld zu sparen. Okay, wir versuchen es hier mal mit 40.000 Euro. Ja, 63.000 möchte er. 57.000. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, sind wir ehrlich. Für so ein klasse Spieler ist das nicht schlecht.
Man muss immer beachten, ich habe keine Fünftligaspieler da. Die möchten natürlich mehr Kohle haben. Okay, das passt mir jetzt nicht so gut. Und die Gegenangebote sind auch immer nur hier mit 2 Jahren. Dann lassen wir das hier doch mal erst. Er stand ja recht schnell zur Verfügung. Und dann werde ich irgendwie versuchen, so bei 53.000 Euro bei der nächsten Verhandlung zu landen. Bedeutet, einen Matimo werde ich verlängern, auch wenn er ein bisschen mehr möchte. Und einen Molnar werde ich auch verlängern, auch wenn er ein wenig mehr möchte. Sind Spieler, die ich auf gar keinen Fall verkaufen möchte, kann ich nicht ersetzen. Möchte ich nicht ersetzen, sind eingespielt, funktionieren. Warum sollte ich jetzt verkaufen? Wir können ja auch ganz kurz hier noch auf die Liga eingehen. Die läuft halt eben gerade nicht so gut, wie erhofft, da ich viele Verletzungen hatte. Ich hatte unter anderem 2 verletzte OMs. Und natürlich den verletzten Keeper. Ich hatte wirklich nur rote Form und dann spielt sich's wirklich schwierig. Ich war in jedem Spiel die bessere Mannschaft, wenn man nur nach den Torchancen geht. Das funktioniert also schon. Habe aber erst 7 Punkte geholt. Die Liga ist sehr dicht zusammen. Das spielt mir in die Karten, sage ich jetzt mal. Bedeutet, wenn ich mich jetzt langsam durchsetzen kann, dann sollte ich auch relativ schnell auf den ersten Platz klettern. Aber mehr müssen wir abwarten. Es läuft also nicht optimal. Die Form ist heute etwas besser. Das ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer und dann kann das auch wieder funktionieren. Schauen wir mal. Also hier immer noch das Formlazarett mit den Verletzten natürlich auch noch dabei. Also 3 Verletzte und hier, glaube ich, 4 Spieler mit schlechter Form. Das ist wirklich ein Lazarett. Dann hier natürlich eine ganz gute Form im Stammteam. Leider Schröder hier auch mit einer schlechten Form. Ein absolut wichtiger Stammspieler. Schon zum zweiten Mal in der laufenden Saison hier mit roter Form. Ganz untypisch für ihn, aber die Saison scheint das hier so ein Problem zu sein bei ihm. Ja, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, meine Freunde. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Adios, adios, adios.